Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind zurück mit den mächtigen Armeniern. Und wir sind momentan noch nicht dabei, Krieg gegen die Römer zu führen. Das kann aber nicht mehr lange dauern. Wir gehen jetzt erstmal hier mit unserem General nochmal so ein Stückchen zurück. Denn ich würde dem gerne hier noch eine zusätzliche Armee verpassen. In die Stadt selber. Ach, warte mal. Kommen wir, glaube ich, sogar, ne? Warte mal, Kinder. Da machen wir sogar noch ein bisschen. Sperenzchen. Dann müssen wir den Elf da schon mal dahin. Und du gehst mit den 45 nochmal dahin. Sehr schön. Wir ziehen noch ein Feld weiter nach Westen und können da immer noch kein Lager bauen. Wahrscheinlich wegen dem Spion, der da steht, ne? Oder dem Attentäter. Aua, warte mal. Wenn da ein Attentäter steht. Na gut, der hat keinen infizierten Lörres. Dann kannst du nämlich hingehen und dem hier den Agenten mitgeben. Das ist hier auf jeden Fall sicherer. Meine Ohren sind eure Ohren. In Bewegung. Wir sitzen fest. Okay, die Griechen besitzen Ankara. Mein Gebieter? Müssen wir mal den Erdogan fragen, was der davon hält. Der findet das, glaube ich, nicht so cool, aber interessiert uns jetzt erstmal auch nicht so sehr. Gut, was bauen wir hier aus? Mauer auf jeden Fall. In Petra bauen wir den Tempel weiter aus. In Damaskus den Markt. In Jerusalem den Tempel. In Antiochia bauen wir auch dieses Ding aus. Das heißt, ich muss meine Armee muss ich nach Antiochia bringen. Damit ich in Antiochia meine Generäle zu Kataphrakten-Generälen oder Kataphrakt-Generälen fortbilden kann. Was schon ziemlich cooler Shit ist, auf jeden Fall. Bauen wir hier noch die Stadtkaserne? Ich sag nein. Gut, und dann haben wir doch alles, ne? So, jetzt können wir nochmal schauen. Wir rekrutieren hier jetzt erstmal einen Haufen Schiffe. Hier oben in Kotais. Will ich da noch irgendwas rekrutieren? Eigentlich nicht. Also wir haben hier eine relativ schlagkräftige Armee, wenn es darum geht, gegen die, hier gegen die Skythen vorzugehen. Ich glaube, wir können uns das auch leisten. Ah, eine Sache vielleicht noch. General. Nee, doch nicht. Nee, lass mal. Wir haben noch einen Agenten hingerichtet. Wir haben einen Admiral bekommen, inklusive Schiffsbauer. Mächtiger General, gehe an Bord. Geh mal da an Bord. Ei, mein Herr, momentan geht das nicht weiter, Sire. Mächtiger General. Das Schiff ist bereit. So, das ist Nummer 1. Wir brauchen natürlich noch mehr Schiffe. Ach, das ist so unfassbar teuer. Mächtiger General. Schiffe sind richtig teuer in dem Spiel, insbesondere so Mid- und Early Game, gerade wenn man dann so eine größere Flotte mal braucht, ne? Mächtiger General. Boah, shit, ey, Junge. Die haben doch zu viel von allem. Mächtiger General.
mächtiger General. Vorwärts. Vor allen Dingen haben die zu viel den Hintern offen, ey. Ohne Witz. Mächtiger General. Mächtiger General. Da kommen die Seleukiden an. Sire? Stoßt vor! Wir können nicht weiter. Okay, wir spielen mal hier jetzt ein bisschen offensiver. Wir können uns ja immer noch zurückziehen. Mächtiger General. Nimm. Sire? Greif den mal an. Wenn wir es jetzt verlieren, ist auch nicht so wild. Ich weiß jetzt nicht, wer da mehr Einheiten verloren hat. Wir gehen mit allen Einheiten rein. Der hat noch 10 Einheiten, das schaffen wir. Der feindliche König wurde erschlagen. Oh ja, das ist ein Seitenanführer, sehr geil. Ein Lauffeuer beim Feind verbreiten und Verzweiflung hervorrufen. Ihr könnt ruhig ein bisschen langsamer machen, machen die nicht mehr, ne? Die können nur noch rennen. Falken Feinde fliehen. Jagt sie. Der Sieg. Hulala. Sieg! Da war der da tatsächlich mit seinem König unterwegs. Oh, cool. Man kann ja sogar eine Siedlung belagern. Gar mal so schlecht. Na, guck mal da, das gehört noch den Rebellen. Also hier die Krim gehört noch den Rebellen. Das sehen übrigens offizielle Regierungskreise. Ah, Spaß, komm, lassen wir das jetzt mal. Hören wir mal gerade mit den politischen Anspielungen auf.
Wir gehen das nochmal einmal schnell durch. Ich weiß aber nicht. Ja, hier haben wir zum Beispiel immer noch nicht. Ja, aber ansonsten haben wir das doch weitestgehend, oder? Genau, die Akademien kann man tatsächlich immer bauen. Die Akademien haben nämlich hier den tollen Effekt, dass sobald da ein neues Charaktermodell drin entsteht, dass man dann eben schon die Boni bekommt. Das Dumme ist wahrscheinlich, hier muss ich auch wieder eine manuelle Schlacht machen, weil ich ein Autogefecht verlieren würde. Diese berittenen Bogenschützen werden in den Autogefechten halt bei weitem nicht so stark einkalkuliert, wie sie halt sind. Ne? Es macht halt auch irgendwo Laune, man muss halt, ne, so eine ultramobile, superschnelle Einheit, die so schön Schaden machen kann. Ne? Also dann noch Distanzschaden, ne? Also ich finde das einfach, von der Spielweise her macht mich das auch an. Ich wäre damals selber gerne Hunnenkommandant gewesen. Oder Shongu-Kommandant. Ich fand das übrigens ganz witzig, vielleicht kann ich ja heute mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern nebenbei. Ich habe ja meinen Attila-Let's Play mit den Hunnen gemacht und habe da vorher natürlich auch noch ein Buch drüber gelesen. Und halt eine Sache, die ich eben sehr einprägsam fand, war, dass der Titel Hunden ja ein Ehrentitel sein konnte. Also man weiß tatsächlich nicht genau, woher der Name kommt. Es ist übrigens auch von einem Reitervolk die Rede, also aus chinesischen Quellen, das den Titel Shongnu trägt. Und man hat vermutet, dass das also vielleicht schon die Hunnen gewesen sein könnten, die uns da einfach in einer anderen Schriftquelle begegnen. Und was ich dann eben sehr verwunderlich fand bei meinem Let's Play, war, dass ganz viele Zuschauer dann mir sowas geschrieben haben wie, ja, die Hunnen, das waren ja so die, das waren ja eigentlich Türken. Das fand ich total merkwürdig. Ich weiß ja gar nicht, wie die auf den Trichter gekommen sind. Kann ja durchaus sein, dass es da gewisse Parallelen gibt. Man bezeichnet ja auch die Hunnen als ein Turk, oder man bezeichnet manche, man sagt, es könnte wirklich sein, dass es ein Turkvolk ist, aber das sind ja nicht die heutigen Türken. Das fand ich immer ein bisschen merkwürdig. Das haben viele Leute irgendwie falsch verstanden und tatsächlich muss man sagen, also bei den Hunnen, das ist einfach so viel im Dunkeln. Die haben ja so gar keine Schriftzeugnisse auch hinterlassen und wahrscheinlich waren auch, da geht die Forschung momentan hin, zu sagen, dass auch ihre Armeen wahrscheinlich also polyethnische oder multiethnische Verbände gewesen sind. Denn in den Quellen begegnen uns immer wieder, Hunnen mit latinisierten, grekisierten Namen. Und es begegnen uns auch immer wieder Angehörige anderer Volksgruppen, also Griechen, Römer und so weiter, die dann auf einmal hunnische Namen tragen. Und man vermutet, dass es tatsächlich so ein Hinweis dafür sein könnte, ja, dass die Hunnen halt so polyethnische Kampfverbände gewesen sind. Nicht unbedingt so Söldnerarmeen wie diese frühen persischen Armeen, sondern halt einfach eben, ja, sondern halt eben Armeen, die aus verschiedenen Ethnien bestanden, die sich halt den Hunden angeschlossen haben. Ja, aber das ist selbst noch sehr spekulativ. So, wir bauen jetzt mal gerade hier einen Wachturm hin. Ich mache 3 Kreuze, wenn wir das Gebiet da unten befriedet haben. Oh, direkt mal ein Quicksave. So. Wie lange belagerst du das Ding schon? Erst seit... Du belagerst das Ding schon länger. Du kannst es nun nicht angreifen. Weil die Infanterie fehlt. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ja, also jetzt aber nur mit berittenen Bogenschützen hier angreifen, ist natürlich auch schon gierig, ne? So. Das ist die letzte Stadt in Ägypten. Und es ist tatsächlich unsere Elite-Armee, die wir da jetzt ins Gefecht schicken. Rambok. Vorwärts zum Tor.
Als Streitwagen da drin. Ja, wenn Ägypter, dann richtig, ne? Eure Soldaten haben den Rambock zum Tor gebracht. Der Rambock hat seine Aufgabe erfüllt. Eure Soldaten haben das Tor durchbrochen. Wir werden angegriffen. Macht den mal alle. Der wirft halt, hat die Mauern verloren. Wirft halt immer Truppen, noch Speere. Damit sie die Siedlung einnehmen. Okay. What? Oh, die kommen schon näher. Was ist das jetzt? Ah, warte mal, du kannst ja aber wirklich, du kannst auch wirklich da hinten bleiben. Ja, echt jetzt, Junge? Ach, der charge mich mit den Bauern, ist ja krank, ey. No. No. Der feindliche General. Die Götter lächeln euch heute zu. Der feindliche General ist tot und seine Männer haben den Mut verloren. Der Sieg. Okay. Ja, die Verluste schenken wir uns, ey. Also, nicht wichtig. Juhu, wir haben die Leuchtturm von Pharos eingenommen. Witzig, dass da überhaupt kein Tempel drin war. Es gab einen kleinen Cut. Ich bin zwischendrin mal ins Bett gegangen, weil ich einfach total müde war. Aber jetzt sind wir wieder da. Wie geht's weiter? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich weiß immer noch nicht, was ich gegen diese Römer da oben machen kann. Ich habe halt echt wirklich null Bock, jetzt noch Krieg mit den Römern zu haben. Also ich meine, die haben doch... Mit wem haben die den Krieg? Ja, mit den Griechen doch zum Beispiel. Warum greift der nicht Ankara an? Warum landet der hier oben und will Sinope belagern? Also das ist jetzt einfach nur so meine Vermutung, ne? Also du gehst mal hier hin. Mächtiger General. Vorwärts. Da läufst du definitiv mit. Mächtiger General. Befehle? Hm.
Das reicht halt nicht ganz, ne? Komm, geh mal da rein in die Stadt. Kannst in die nächste Runde da reingehen, genau, da bauen wir auch noch einen Berittenen. Schön. Jetzt mal dahin. Vor diesem Attentöter müssen wir uns so ein bisschen in Acht nehmen. Meine Augen sind eure Augen. In Bewegung. Ich brauche auf jeden Fall nur einen hier drüben. Ungesehen, unbemerkt. Meine Ohren sind eure Ohren. Meine Augen sind eure Augen. Die Tarnung ist mein Mann. Ja, das müssen wir aber schaffen. Sehe ich hier jetzt nicht so stark. Meine Ohren sind eure Ohren. Niemand wird mich sehen. So, entschuldigen, dass es momentan nur um Ohren und Augen geht, aber das soll hier kein Crashkurs in menschlicher Anatomie sein, sondern es geht mir hier tatsächlich darum, dass wir jetzt hier vielleicht die ein oder andere Schlacht entscheiden werden. Ne, wir brauchen einfach mehr Sichtweite, ne? Befehle? Was bitte hier hin? Das ist ein Regiment, das wirst du schaffen. Wir nehmen hier noch einen Spion. Okay, also ich sag mal ganz kurz, was mein Problem jetzt ist mit dieser Armee. Komme ich halt nicht direkt hier rüber, da brauche ich ein Schiff. Deswegen werde ich mit dem hier hochziehen und ein Schiff hier hoch manövrieren, damit ich da dann schneller weiterkomme, ne? Dann gab es die Anregung, das ist schon ein bisschen länger her, von Flex, der hat gesagt, Hauptstadt idealerweise verlegen nach Antiochia, das ist die bessere Hauptstadt für unser Reich. Ich würde sagen, Sidon liegt noch etwas zentraler. Ist aber halt von diesem Vierergürtel hier oben nochmal ein bisschen weiter entfernt, ne? Also es ist nicht ganz unberechtigt. Aber wenn wir uns das mal angucken, also ich möchte das ganz kurz nochmal hier zeigen. Wir verlieren halt hier unten alleine durch Korruption ein Tausender, ne? Jede Runde in dieser Stadt. In dieser Stadt ebenfalls nochmal, ne? Und wir haben halt immer das Problem auch mit öffentlicher Ordnung. Die ist halt nicht so gut, ne? Fernab der Hauptstadt. Da gibt es ja eben diesen entsprechenden Malus, ne? Ihr seht das ja hier, ne? Entfernung zur Hauptstadt 35. Öffentliche Ordnung geht hier aber eigentlich noch, wie ich finde. Wir können hier übrigens mal gerade auf sehr hoch gehen. Ist ja hier egal eigentlich. Ne, aber zum Beispiel hier ist halt auch so ein typischer Fall. Die Frage ist, was davon lassen wir tatsächlich hier auch als Armee zurück? Gegen Karthago, die werden uns ja irgendwann hier angreifen wollen. Das ist ja der Mist an der Sache, ne? Aber wenn ich mich nicht irre, Karthago ist ja sehr schwach bei Fernkämpfern. Und hat jetzt auch nicht die beste Infanterie, deswegen würde ich auch sagen, hier machen wir berittene Bogenschützen. Den Spion können wir vielleicht auch noch bei Zeiten mitnehmen. Und die Rekrutierung hier, die haben wir ja schon drin. Ah ja gut, sagen wir mal so, Kavalleriestelle können wir immer gebrauchen, allein wegen der berittenen Bogenschützen, dass wir die halt in der Stadt rekrutieren können, ne? Ja. Hier war irgendwo noch ein Gen, hier. Mächtiger General. Komm hier hoch, ich brauche dich jetzt hier. Wir sitzen fest, mächtiger Herr. Euer Wille ist mir Befehl. Niemand wird mich sehen. Meine Ohren sind eure Ohren. Niemand wird mich sehen. Wir sitzen fest, großer Herr. Meine Augen sind... Boah, Alter, ey. Du musst wieder zurück nächste Runde. Da sind ja so viele am Start. Unfassbar.
Ja, hier brauchen wir auch noch Agenten drin. Krasser Shit auf jeden Fall. Meine Ohren sind eure Ohren. Euer Wille ist mir Befehl. In Bewegung. Lauf du auch nochmal nach Petra. Ich würde sagen, wir speichern einfach auch noch einen Haufen Geld. So, jetzt müssen wir eine Sache noch machen. Das nervt mich. Ich muss einen Ausfall hier machen. Weil die einen General gekriegt haben. Deswegen muss ich die jetzt angreifen. Das ist echt mega dumm. Aber, ja. Hat die KI Schwein gehabt. Da gibt's einen... Ich verklopp jetzt Pontus Kaffee. Wartet auf meine Befehle! Der schmeckt nach Pfeilspitzen. Errittene Bogenschützen, halte Stand und kämpft. Einheiten, Beeilung! Beeilung! Lasst euch Zeit, Kinder, ne? Tor kannst du jetzt auch mal wieder zumachen. So, also im Idealfall greifen wir seine... im Idealfall greifen wir seine Infanterie an. Weil ich glaube nicht, dass ich den General wirklich... dass ich dem wirklich so viel Schaden zufügen kann. Ich weiß nur dummerweise nicht genau, auf wen meine Jungs jetzt hier gerade schießen. Alter, der hat mir noch Einheiten gekillt, ne? Mit dem Typen. Oder was? Ne, es muss ein Gen gewesen sein, das kann ich mir nicht anders erklären. Ja, das ist ein Gen. Ja, wir müssen halt seine Infanterie halt so weit dezimieren. Okay, das hat hier schon mal ganz gut geklappt, dass er nachher am besten gar keinen Rambock mehr schieben kann. Oh Junge, ey, mit jedem Schuss macht er mir zwei Männer platt. Ich will doch nur deine Jungs hier flankieren, die ganze Zeit. Schon wieder. So, jetzt hinterher. Komm, jetzt können wir die Kills machen. Jetzt können wir die Kills machen.
Wie viel haben wir ihm gekillt? 70 oder was? Auf jeden Fall einige. Aber es wäre absolut müßig, sich hier mit dem General anzulegen. Der hat viel zu viele Hitpoints, viel zu hohen Defensivwert. Oder? Die haben ein Schild, ne? Ja. Die sind wie die parthischen Generäle, da hat man in der Regel schlechte Karten. Also es sind halt mit einfach die stärksten Generalseinheiten im Spiel. Fernkampfattacke, super Stats halt für Angriff und Nahkampf. Ich versuch's jetzt nicht ins Routen. Es sind zwar nur 19 Einheiten, aber Saint Jean ist halt so nah dran. Bringt mir hier nichts. So. Also dreifache bitte wieder zurück in die Stadt. Gut. Das Schicksal war heute launisch. Die Schlacht endete unentschieden. Ja, keine Verluste gehabt. Schade, aber 73 Einheiten gekillt, das ist schon sehr viel. Das ist doch super. Jetzt versuchen wir das nachher noch so hinzudrehen, dass er uns nur mit dem General belagert. Und 5 Runden haben wir noch Zeit, damit sich die Römer überlegen können, hier jemanden anderen anzugreifen. Gut. Okay, ich glaube, das war's für diese Runde. Schön viel Geld. Ah, Mist, ich habe die Hauptstadt jetzt noch nicht verlegt. Ne? Ist aber vielleicht auch ganz gut, wenn wir das noch nicht jetzt gemacht haben. So, wenn wir das jetzt erst machen. Also, wir nehmen... Wir nehmen... Das ist bei den Siedlungsdetails, ne? So, wir machen Sidon zur neuen Reichshauptstadt. Da müssen wir hier zwar ein bisschen mit den Steuersätzen runtergehen, aber diese Siedlungen hier oben, die sind ja eh nicht so einträglich, ne? Also vor dem Hintergrund ist das überhaupt nicht so wichtig. Euer Wille ist mir Befehl. In Bewegung. Wir können nicht weiter, Sire. Meine Ohren sind eure Ohren. In Bewegung. Weiter geht es nicht, mein Mächtiger General. So, du musst auf jeden Fall irgendwie... Wir sitzen fest. Mächtiger Herr. Hier hoch. Sire, marschieren! Wir können nicht weiter, großer Herr. Sind bereit. Setz die Segel. Momentan geht es nicht weiter, Sire. So. Meine Ohren sind eure Ohren. Ah, er zieht sich jetzt so. Ja, guck mal, die Ägypter sind hier gelandet. Krass. Sind bereit. Das Schiff ist bereit. Ei, großer Herr. Dann machen wir Folgendes. Du gehst ja erstmal hier hin, ne? Nicht weiter, Sire. Ei, großer Herr. Ei, großer Herr. Ach Mist, die haben jetzt zu wenig Bewegungsreichweite. Wahrscheinlich, weil die eben hier dieses, weil die diesen Onaga an Bord haben, ne? Sind bereit. Das Schiff ist bereit. Setz die Segel. Sind bereit. Mächtiger General. Sind bereit. Sind bereit. Mächtiger General.
Sire. So. Befehle? Wir übertragen hier mal ein bisschen Kommando. Den Saufkumpan, den lassen wir mal weg. Denn du bist ja schon alt. Und okay, gut, ja, das ist doch gut. Wie machen wir weiter? Wie alt bist du eigentlich, Saduri? 31, das ist doch ein ordentliches Alter. Die Türme hier sind nicht schlecht. Ich sehe eigentlich genug, glaube ich, ne? Weiter! Weiter geht es nicht, Sire! Meine Ohren sind eure Ohren. Hm, ja, da sind Agenten drin. Okay. Wie machen wir weiter? Sind bereit. Also wir müssen jetzt, glaube ich, sowieso mal mächtiger General zuerst vorwärts gegen diese ägyptische Truppe da kämpfen, ne? Und das wollen wir gerade mit den Truppen hier. Okay, was ist da jetzt alles drin? Hm. Das ist ja schon nicht so wenig, ne? Kommen wir gerade mal den nochmal an. Ich scheue mich jetzt das Auto zu resolven, weil ich das dann am Ende noch verliere, bei einem Kräfteverhältnis von 3 zu 1. Das wird jetzt echt sehr, sehr ungut. Ja, wir verzichten jetzt mal hier auf die Ansprache. Okay. Der kämpft bestimmt irgendwo da hinten, aber warum sollten wir zumindest unseren strategischen Vorteil hier in der Aufstellung nicht nutzen können, ne? Da würde ich sagen, dann pieksen wir den jetzt schon mal an, bis unsere Hauptstreitmacht angekommen ist. Dieser Hang ist hier ein bisschen flacher. Ich würde tatsächlich echt sagen, dann laufen wir mit denen auch hier hin. Diese Unmengen an Streitwagen, die die Ägypter halt hier in dieses Gefecht führen, ne? Das setzt einen ja auch als menschlichen Spieler immer extremst unter Druck, ne? Weil die Ägypter halt so richtig gute Streitwagen halt auch haben, ne? Ihr seht schon kommen, die Schlacht wird im Wesentlichen entschieden sein, wenn unsere Verstärkung hier überhaupt erstmal eintrifft. Sehr gut.
Einheit ist so gut wie ausgelöscht. Komm, komm, komm. Hau rein, hau rein, hau rein. Super. Alter, der hat 40 ein. 43. Boah, das ist eine unfassbar starke Einheit. Und von denen hat jeder 2 Hitpoints. Unbegreiflich, wie der die erwischt und vor allen Dingen, dass er die dann auch instant routet. Unbegreiflich, absolut unbegreiflich. Die Einheiten waren alle schon im Rückzug. Hallo? Komm mal bitte her. Der ist einfach so viel schneller, ne? Der feindliche König ist tot. Na, Halleluja. Stürmt über seinen Leichnam hinweg und jagt. Als Feinde sind diese Männer perfekt, denn sie fliehen angstvoll vor der Schlacht. Am Ende wurde es dann nochmal unschön, aber das mit der Kavallerie hat mich echt mega genervt. Aber es passiert halt so leicht bei den Ägyptern. Die Wüstenkavallerie bei denen ist einfach so unfassbar schnell. Oh ja, den nehme ich sofort. Der holt einen so leicht ein, ne? Das Doofe war halt hier einfach, dass er 2 Einheiten routen konnte. Das hat mich einfach extrem geärgert. Aber es war auch ein bisschen verschuldet von mir, ne? Ich habe halt sehr spät erst was gemacht. Konnte die Einheit nicht mehr rechtzeitig zurückkommandieren. So, und jetzt machen wir bitte Folgendes. Die Inf. Oder nehmen wir mal es anders. Mächtiger General. Befehle? Befehle? Mächtiger General. Befehle? So, die Inf rückt bitte hier hoch. Boah, Alter, das, weil der den gleichen Bewegungs... Okay, Dann... Ich verstehe es nicht. Wer ist denn jetzt der, der nur... Ich habe keinen... Was ist denn hier los? Okay, pass auf. Verlasse die Armee, mächtiger General. Sire! Trenne mich von den Truppen. Befehle? Ich habe keine Ahnung, was da jetzt los war. Sire! Mein Gebieter? Mein Gebieter? Mein Gebieter? Okay. Mein Gebieter? Zack, zack, zack. Meine Ohren sind eure Ohren. Euer Wille ist mir Befehl. In Bewegung. Wir sitzen fest. Du sitzt nicht fest. Euer Wille ist mir Befehl. Niemand wird mich sehen. Wir können nicht weiter, Sire. Euer Wille ist mir Befehl. In Bewegung. Wir sitzen fest, großer Herr. Meine Augen sind eure Augen. Ungesehen, unbemerkt. Da habe ich noch nicht meinen obligatorischen Ausfall gemacht, ne? Mächtiger General. Greif den Feind an. Warte,
Arbeit auf meine berittene Burg zu ziehen. Vorwärts! Haltet stand und kämpft! Erwarte eure Befehle! Nach vorn! Zerstört sie! Müssen wir jetzt echt veralbern. Was haben die für einen Schildverteidigungswert? 5. Okay, der ist tatsächlich größer als der von ihrem Gen. Okay, gut. Bump, und das reicht mir. Mein Gebieter? Befehle? Diplomat, oder? Stoßt vor! Sire, Angriff! Sie! Okay, kein Diplomat. Wir können nicht weiter, großer Herr. Befehle? Mach noch ein Schiff, oder? Noch ein Schiff? Also auf Nummer sicher, ne? Ist vielleicht ganz gut. Okay. Das sind nur Bauern, schön, das ist gut. Meine Ohren sind eure Ohren. Ungesehen, unbemerkt. Weiter geht es nicht, mein Gebiet. Meine Ohren sind eure Ohren. Ungesehen, unbemerkt. Wir sitzen fest, großer Herr. Wir holen uns hier noch einen Bauern in Antiochia. Also einen brauchen wir noch. Machst du bitte hier so einen Hopliten oder so einen Pikenier. Mach hier auch noch so einen Pikenier. Ja, sehr hoher Steuersatz sollte das hier dann schon sein, ne? Ich baue mal die Armeekaserne, ich glaube, das wäre gut. Ja, man muss es jetzt halt auch sagen, ne? Jetzt hier in dieser Region haben wir dann auch tatsächlich die Möglichkeit, nochmal einen großen Batzen an zusätzlichem Einkommen zu generieren. In Bewegung. Meine Ohren sind eure. Denn namentlich. Niemand wird mich sehen. Wir sitzen fest, großer Herr. Mein Gebieter? Vorwärts. Wir sitzen fest. Wie viele sind das?
Haha, da werden wir noch Spaß haben. Befehle? Ach so, warte mal. Vorwärts. Lauf du lieber hier hin. Wir machen die Piraten noch hier unten weg, dann lösen wir die Schiffe, glaube ich, auch wieder auf. Und ich wollte irgendwas sagen, eben, ah ja genau, weil wir ja überall jetzt auch bei diesen lukrativen Ständen die Steuersätze erhöhen können. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Ne? Klar, bauen wir eine Schiffswerft. Klar, es gibt halt auch so Städte wie Bostra. Da ist unsere Hauptaufgabe erstmal Wachstum zu generieren, ne? Da hat man halt einfach auch nochmal ein anderes Prioritäten-Setting, aber ja. So, auf jeden Fall erstmal in Ordnung. Erwarte eure Befehle. Hören bedeutet gehorchen. Lauf mal hier weiter hin. Geht es nicht, Sire. Na, und die Städte hier da oben, die werfen halt alle bei weitem nicht so viel Geld ab durch höhere Steuern. Warte mal, okay, gut, ich habe die Ägypter gerade vernichtet, weil ich ihren König gekillt habe. Oh, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja doch, bau mal einen Bauern, damit ich die Einheit hier auflösen kann. Löst bitte hier hoch, ich brauche einen Anführer für eine weitere Armee. Du holst nochmal einen berittenen Bogenschützen dazu. Weil den können wir sowieso immer gebrauchen und ich gönne mir hier jeweils nochmal einen Spion. Meine Augen sind eure Augen. Ja, das müssten wir schaffen. Die Tarnung ist mein Mantel. Erwarte eure Das müssten wir eigentlich schaffen. Ja, gehen wir hier hin. Wir sitzen fest, Sire. Wobei, warte mal, du kannst... Ja, nee. Aber du in Hatra. Du kannst mir noch einen berittenen Bogenschützen bauen. Und du auch noch. So, jetzt gehen wir mal gerade nochmal die Gebäude durch. Was wir so bauen können und wollen und dürfen und so. Beides gute Gebäude, aber ich brauche jetzt Elite-Kavalleriestelle. Wir müssen ja was gegen die, Römer aufbieten können. Und gegen die Karthager ja eigentlich auch, ne? Die Farmgemeinschaft bringt halt auf jeden Fall mehr Kohle hier, weil das so eine fruchtbare Region ist. Wollen wir die Mauern hier noch aufbessern? Ich meine, wir haben gerade noch ein bisschen Kohle über. Es ist Susa. Ich glaube nicht. Da kommt nichts mehr. Mein Sohn schläft so unruhig. Ich sehe das hier gerade auf dem Babymonitor. Moment mal bitte. Okay. Part ist lang genug heute. Noch ein paar historische Hintergrundinfos an der Stelle. Oder machen wir das im nächsten Teil, wenn der so lange ist? Ich hasse das, ne? Nee, kommt Leute, nächster Teil. Das wird sonst zu heftig. Der Part wird sonst über anderthalb Stunden. Im nächsten Teil. Versprochen, versprochen, versprochen. Bitte seht's mir nach. Da ist es übrigens hier. Hätte ich mal besser hier reingeguckt, ne? Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dann, macht's gut und Pax Vobiscum, Valete.